Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Parteien werben um Zustimmung zum Koalitionsvertrag. Der CSU-Parteivorstand hat sich in München getroffen, um den Vertrag abzusegnen. Die CDU entscheidet Ende Februar auf einem Parteitag in Berlin. Die SPD will am 4. März bekannt geben, wie ihre Mitglieder abgestimmt haben. Klingbeil verteidigt Wechsel an der SPD-Spitze. Der SPD-Generalsekretär sagte im ARD-Morgenmagazin, mit Nahles als Vorsitzender könne sich die Partei erneuern. Juso-Chef Kühnert befürchtet, dass die Personalentscheidungen die inhaltliche Diskussion beim Mitgliederentscheid überlagern. Bundespräsident Steinmeier besucht Südkorea. Bei dem Gespräch mit Staatschef Moon Jae-in ging es vor allem um den Konflikt mit Nordkorea. Steinmeier sagte, die Deutschen wüssten, was es heiße, in einem geteilten Land zu leben. Haftstrafe für Gründer und Betreiber des Neonazi-Internetportals Alter Media. Das Oberlandesgericht Stuttgart hat den 28 Jahre alten Informatiker zu 2 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt, unter anderem wegen Volksverhetzung. Das Portal war vor 2 Jahren verboten und abgeschaltet worden. Weiberfastnacht in den närrischen Hochburgen. Dort hat heute um 11.11 Uhr der Straßenkarneval begonnen. Trotz eisiger Temperaturen feiern Hunderttausende auf den Straßen. In vielen Städten stürmen die Frauen außerdem traditionell die Rathäuser und übernehmen dort symbolisch die Macht. Das Wetter. Heute im Südosten viele Wolken und Hochnebel, im Süden Schnee, im Nordwesten meist sonniges Winterwetter. Höchstwerte -3 bis +4 Grad.